Willkommen zurück zum Let's Play Myst 5. Ja, das letzte Mal habe ich eine kleine Pause gemacht und ich versuche es erneut. Wenn das doch wieder sinnlos wird, dann werde ich das erst gar nicht hochladen. Haha, dann werdet ihr das nie zu Gesicht bekommen, was ich gerade aufnehme. Egal. Ja. Ich gehe jetzt nochmal nach oben. Ich guck nochmal, ob ich da irgendwas übersehen habe. Guck nochmal diesen Weg zur Gondel an. Und ich muss mich gerade mal ein bisschen anders hinsetzen. Mein Fuß schläft nämlich ein. Ich habe nämlich die Angewohnheit, immer auf meinen Beinen zu sitzen. So, wohin führte das Dings dann nochmal? Das Kabel. Das führt direkt dorthin. Und das Kabel nach unten, wo ich nichts mehr sehe. Okay. Ist da irgendwas? Nein. Oben vielleicht noch irgendwas? Was ist das eigentlich? Hey, nein, zu weit. Egal. Hä? Ach so, so rum. Was ist das? Ist es irgendwas? Irgendein Sockel oder so. Kann ich noch irgendwas anderes erkennen? Hier nicht. Nein. Irgendwas muss ja damit gemacht werden. Der Sockel da. Der erinnert mich an was. Es wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass die Symbole da unten nicht funktioniert haben. Ich brauche das Sockelsymbol. Ich kann da nur von Sockel zu Sockel reisen. Wie blöd kann man sein? Ich kann das da nicht erkennen, ne? Nee, aber ich sehe auch nirgendwo was anderes. Wie noch einen anderen Sockel. Kann ich da hinten irgendwas erkennen? Oh, oh, Maus. Da hinten sieht es nämlich auch so Dings aus. So plattformmäßig. Nein, da kann ich nichts erkennen. Irgendwas muss ich doch hier erkennen können. Verstehe es nicht. Kann ich da oben irgendwas erkennen? Nein, natürlich nicht. Da hinten ist auch was, aber das erkenne ich einfach nicht. Vielleicht war das Teil, kann ich das Teil irgendwie bewegen? Also, dass das... Warum hänge ich denn hier fest? Ach so, weil ich das bewegt habe. Ja. So viel dazu. Weil guck da, da ist so ein Sockel, den ich wahrscheinlich sehen könnte. Den sehe ich nicht. Hier ist sonst nichts. Und hier ist ja auch nichts. Der Rest ist wahrscheinlich erst wieder hier auf der Seite. Scheint so. Obwohl doch in der Richtung irgendwie drei sein müssten. Aber den da, den muss ich doch irgendwie erkennen.
Beweg dich. Teil. Los. Ich erkenne das nicht, ne? Wie soll ich denn das bitte schön erkennen? Ich habe mehrere Dinge im Weg. Hier, warte mal. Doch, wenn das Teil da anders wäre, dann könnte ich's. Aber kann ich das verändern? Das ist die Frage. Habe ich ja schon die Symbole. Ich werde das einfach mal komplett nach hier hin drehen. Einfach damit es wieder diese Ausgangsposition hat. Vielleicht ist ja genau das, was im Endeffekt dafür sorgt, dass ich das eigentlich sehen müsste, aber nicht kann. Weil da ist noch ein Sockel und da ist noch ein Sockel. Aber das sehe ich alles von der Position aus nicht. Ich kann mich ja nicht um 180 Grad drehen. Hat sich das geändert? Nee, das ist immer noch so, oder? Mir kommt es nicht vor, als hätte sich das geändert. Nee, sicher auch nicht. Ich guck mal in der Lösung nach. Ob ich überhaupt richtig liege. Ja, angeblich soll ich das doch sehen können. Aber wo? Ja, bei... Durch das hier soll ich das sehen. Aber bitteschön, wie? Ich kann das nicht erkennen. Das ist auch so positioniert, oder? Ich sehe, dass auf dem Bild ein bisschen Schlechtes dabei ist. Ja, und dann muss das nämlich das Symbol draufgeschrieben werden, sodass man dorthin kommt. Okay, ich habe das Symbol wenigstens gefunden, weil ich kann das echt nicht sehen. Aber ich sehe auch nicht, wie die Zahnräder ausgelegt sind. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, dass ich das nicht sehe. Ja, weil das Zahnrad ist anders ausgelegt auf dem Bild. Glaube ich. Also, das, was man so grob erkennen kann, nee, ich glaube, das ist trotzdem... Nee, ich weiß es nicht. Warte mal. Vielleicht hängt das ja mit... Ach, Mann, no. Ja, klar. Dazwischen komme ich aber da weg nicht mehr, ne? Vielleicht muss ein anderer von diesen Teilen betätigt werden. Dass das im Endeffekt dafür zuständig... Ja, lauf langsam. Dass das Zahnrad anders ist. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung. Weil im Endeffekt hört man ja nicht, dass da irgendwas passiert. Und? Nö. Aber da soll ich sehen. Guck da, genau so.
Rein theoretisch soll ich es angeblich wirklich hier sehen. Kann das aber nicht sehen. Beim besten Willen nicht, das geht nicht. Das klappt nicht. So? So sehe ich. Da sehe ich's durch. Ja, klar. Da sehe ich's durch. Aber angeblich, wenn ich das auf die Richtung stelle, funktioniert das überhaupt nicht. Das hieße dann, dass ich es dorthin stellen müsste. Ja. Fast. Aber ich kann das trotzdem nicht sehen. Im besten Willen nicht. Naja, ich habe mir das Symbol aufgeschrieben. Gut, dass es drinne mit ist. Und zwar ist das ein Kreis. Hier nochmal so Kreis. Dann hier Kreis. Und da. So, das jetzt liegen lassen. Nehmen lassen. Ich wollte vielleicht nicht unbedingt die Treppe runtergehen. Genau, jetzt nimmt das nämlich sofort. Es müsste dort gelandet sein. Entweder zurück zum Sockel. Mache ich einfach mal. Oder darauf warten, dass sie einen das zurückbringen. Was sie nie tun werden. Ach, dieser Weg zurück, der ist so lang. Und? Ha, es hat funktioniert. Yes. Es hat funktioniert. Dank Lösungsbuch, weil ich echt nichts durchgesehen habe. Gar nichts. Puh. Ganz einfach puh. Könnte ich da was sehen? Da kann ich wahrscheinlich auch wieder, muss ich wahrscheinlich so durchgucken. Da, da kann ich sehen. Das Sockelsymbol. Ja, das. Ich erinnere mich sogar an die Symbole. Also das Symbol habe ich erkannt.